Hallo meine Lieben, hier ist der Pater Klaus. 15. Sonntag im Jahreskreis. Das Evangelium, das wir heute lesen, finden wir bei Matthäus Kapitel 13, 1 bis 23. Langes Evangelium, aber wir kennen es, glaube ich, alle. Jesus spricht nämlich vor einer versammelten Menschenmenge und geht in ein Boot und dann erklärt er ihnen ein Gleichnis, beziehungsweise sagt ein Gleichnis und später erklärt er es. Das Gleichnis ist vom Sämann. Er spricht über einen Sämann, der geht und sät. Und ihr müsst euch das so vorstellen, der Sämann, der hatte sozusagen um die Schulter herum so eine Art Sack. Und in dem Sack waren die ganzen Samen drin. Und so geht er, nimmt von den Samen und schmeißt sie dann über das Feld. Und so fallen die Samen da eben in die Furche. Das kennen die Leute. Und Jesus sagt, es gab einen Sämann, und er hat Samen gesät. Und der Samen fällt aber auf verschiedene Arten von Boden. Der fällt nämlich einerseits auf die Straße. Dann fällt er in die Dornen. Dann fällt er in guten Boden. Und so. Und auf der Straße, da ist ganz wenig Erde. Und da geht die Saat ganz schnell auf. Und wenn die Sonne kommt, verdorrt sie ganz schnell wieder. Auf dem Weg, da kommen die Vögel, picken sie weg und fressen sie einfach auf. Unter den Dornen, da erstickt die Saat und in der Furche, da gibt sie gute Frucht. Dann sagt er, teils 30-fach, teils 60-fach, teils 100-fach. So, die Leute verstehen sehr gut vom Bild her, was Jesus da meint, aber manche verstehen nicht, was er damit sagen möchte. Und deshalb kommen nachher seine 12 Apostel zu ihm und sagen, Herr, kannst du uns das bitte mal erklären? Also die waren auch nicht so ganz helle immer mit dem, was Jesus da versucht hat, ihnen beizubringen. Und so erklärt ihnen Jesus und sagt, der Sämann, das ist er. Und der Samen ist das Wort Gottes. Also diese Wahrheit, diese Inspirationen, die Gott den Menschen gibt und die er sozusagen in der Welt aussät. Und jetzt gibt es verschiedene Arten der Reaktion der Menschen auf dieses Aussäen des Wortes Gottes. Da sind die einen, die nehmen es ganz begeistert auf, das ist nämlich die Saat, die ganz schnell wächst, aber wenn die Hitze des Tages kommt, das heißt, wenn es schwierig wird, dann lassen sie das Ganze wieder fallen. Menschen, die schnell begeistert sind, aber keine tiefen Wurzeln haben. Dann gibt es andere, wo zwar das Wort Gottes kommt, aber Jesus sagt, dann kommt der Teufel und nimmt es sofort weg. Das ist Kritik oder andere Dinge über die Kirche, über den Glauben und so, die überlagert alles und sofort ist das eigentlich weg, was gesät worden ist. Dann gibt es andere, und vielleicht gehören da viele Menschen von heute dazu, wo die Dornen es überwuchern, die Sorgen des Alltages. Und das Letzte ist, es fällt eben in die Furche und bringt Frucht, aber auch da nochmal unterschiedlich, 30-fach, 60-fach oder 100-fach. Und die Frage, die Jesus dir und mir heute natürlich stellt, ist, und du, wie ist das in deinem Leben? Was bist du für eine Typ Mensch? Was passiert bei dir? Und natürlich möchte er mir sagen, es wäre schön, wenn das Wort, das ich sähe, bei dir Frucht bringen würde. Also stell dir vor, du hörst entweder in deinem Gewissen etwas, wo du spürst, Gott sagt dir da was, oder du liest in der Heiligen Schrift oder hörst was in der Predigt oder kriegst einen guten Gedanken. Was passiert damit in dir? Das ist die Frage, die Jesus heute stellt. Bist du schnell begeistert, aber unbeständig? Kommt da sofort was anderes, ein anderer Gedanke, negativer oder irgendein kritischer, so, der nimmt das einfach weg? Hast du so viel mit anderen Dingen zu tun, dass einfach andere Dinge viel wichtiger sind, was du noch einkaufen musst, was du heute zu Mittag kochst, was der Chef gesagt hat, wo du noch im Vertrieb irgendjemanden anrufen musst? Oder ist etwas, was bei dir hineinfällt in dein Inneres und dann langsam Frucht bringt, das heißt irgendeine Wirkung zeigt? Wie schön, wenn das Wort Gottes in uns Wirkung zeigt. Das ist, was Jesus möchte. Das ist, wozu er uns heute einlädt und das ist auch ein bisschen, wovor er uns warnt.
dass wir eben mit dem Wort Gottes achtsam umgehen und schauen, dass es Frucht bringt. Wann hat das letzte Mal ein Wort Gottes in dir konkrete Frucht gebracht? Um interessant darüber nachzudenken. Und gleichzeitig, was für ein Wort spricht Gott denn heute zu dir? Und wie könnte es in dir Frucht bringen? Wenn Jesus Frucht bringt, hat das immer mit Freude und Frieden zu tun und Liebe. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag in diesen Tugenden, in diesen schönen Geschenken Gottes. Bis zum nächsten Mal.